Entern. Eben. Geht viel einfacher. Oh, das sind ein paar mehr Leute. Jetzt wird's interessant. Alter, du blockst. Du blockst, ey. Das blockst du. Das sind meine Leute. Sollten wir mal irgendwann dieses mit dem schweren Schlag ausprobieren. Wenn ich wüsste, wie das geht. Okay, ich sehe schon, wir sind wahrscheinlich schon längst im nächsten Part. Ja, da habe ich wohl überzogen. Gut, dann werde ich wahrscheinlich wohl so pünktlich zum Enterkampf oder kurz davor irgendwie cutten, dass das auch passt. Und jetzt gehe ich zum Bosskampf. Auch du. Erstmal schnibbel, 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 schnibbel. Jetzt blockst du und du kriegst das ab. Schnibbel, schnibbel, schnabbel die Schwapp. Na? Schwupps. Und weg ist er. Hui. Ich hab einen Gegenstand gefunden. Außerdem haufenweise. Ich habe Segeltuch. Mit dem kann ich meine Segel reparieren. Dann kommen jetzt die Traubenkerne und die Kanonenkugel komplett weg. Ich nehme das Segeltuch mit. Noch mehr Nahrung. Ja. Und die 800 Bomben sollten reichen. Das ist ein Schoner. 1100. Aha! Aha! Kanonen. Kupferkanonen 4 Kilo. 8 Kilo. Aha! Das ist ein besseres Schiff. Etwas langsamer. Etwas schlechtere Wenderate. Dafür aber wesentlich größeren Frachtraum. Andererseits. Ich will andere Schiffe verkloppen. Und jetzt nicht einen auf lieben Händler machen. Deswegen behalte ich mein Schiff. Und zur Weltkarte. So, ist rum. Auch diese ganzen, wie ihr vielleicht sehen könnt, diese ganzen gewonnenen Kämpfe sind jetzt, bringen meine Moral wieder richtig, die Moral von meiner Mannschaft wieder richtig hoch. Na. Deswegen ist das jetzt wieder grün. Düdel, 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 düdel. Ich fahre mit dem Schiff über ein Riff. Ne, kein Riff. Oh nein, Piraten. Nein, nicht angreifen. Ist hier unten überhaupt noch irgendwas? Noch mehr Piraten. Sag mal, kriegen die nicht genug? Nein. Hä? Wie hat sich die Karte eben verschoben? Na super. Ich hätte mit meinem Cursor einfach nur an den Rand gehen können. Dann verschiebt man die Karte. Und da ist Bridgetown. Hier habe ich gestartet. Bin einmal hoch, links, runter, habe mich hier gekloppt und muss jetzt wieder ganz zurück. Scheiße, Mann!
Also, ab nach Westen. Und das gibt's da für eine schnelle Version? Nein, das ist schon die schnellste. Wenigstens muss ich nicht gedrückt halten. Ich kann mich jetzt einfach schön zurücklehnen. So. Headset nochmal zurechtdrehen. Und das Schiff fahren lassen. Ein bisschen nach rechts noch. Ich denke mal, mein Auftrag innerhalb von 10 Tagen den Typen da hinzubringen ist ziemlich gefailed. Aber egal. Ich hätte damit meine erste Mission geschafft. Mann, gib Gas, du alte Schalubbe. Fahre ich genau gegen den Wind. Und wenn er nicht zufällig dreht, muss ich diesen ganzen Weg auch benutzen. Vielleicht. Vielleicht kriege ich es ja hin, irgendwie ein Speed-Up draus zu machen. Dann müsst ihr euch das nicht alles ansehen. Jetzt Zahltag schon. 800 Gold. Logbuch aktualisiert. Ich habe zu viel Zeit vergoldet. Was? Jetzt ist erst die Frist rum. Na denn. Kann ich ja ganz in Ruhe ran. Dann überziehe ich einen Tag. Bei den großen Speditionen auch nicht anders. Deutsche Bahn. Na. Segeln nach Bridgetown Hafen ankern. So, Dude. Ich danke euch von ganzem. 2 Tage zu spät. Egal. So, es ist Nacht. Der Gouverneur hat geschlossen. Und ich brauche dringend eine Werft. Was ist das? Eine Residenz. Wenn das die Residenz ist, was ist denn das? Sie schreiben es nicht dran. Gut. Der Laden hat auch zu. Ich werde meine Sachen nicht los. Muss ich wohl in den einzigen Laden, der zu solchen Uhrzeiten noch auf hat. Sieht da langweilig aus. Ist mir eine Ehre, euch in meinem Laden zu haben. So. Ich habe mir jetzt ein Zimmer genommen. Bis zum nächsten Morgen. Mal gucken, der hat einen Auftrag für mich. Ich habe euch ein lukratives Angebot zu unterbreiten, Kapitän. St. Kitts. Na, erstmal. Ach, der verschwindet gleich. Muss er das mit dem Verschwinden so wörtlich nehmen? Jetzt suchen wir noch eine Werft und dann ist auch gleich schon wieder Schluss. Ist er denn der Speed-Up ist was geworden? Dann wird das halt ein kürzerer Part.
Das Gebäude sieht wichtig aus. Nein, ist nicht wichtig. Und das? Auch nicht. Mann, ich will doch nur eine Werft. Irgendwas auf dem Schiff kaputt. Kaputtes Schiff heil machen kann. Kann man auch hier irgendwie schnell reisen? Ja, kann man. Wieso macht man mich dann überhaupt? Keine Sorge. Überlasst so. Uns nur euer Schiff, Kapitän. Schaluppe, Schoner, Barkasse, Rumpf. Karavelle, irgendwie sowas. Mal sehen, vielleicht gibt es einfach nur bessere Schiffe, die ich mir dann gleich besorge. Was habe ich Gold? 9000. 9000 plus das hier. 10.000, 12.000. 12.700 etwa. Dafür könnte ich mir gerade so eine Schaluppe kaufen. Nö. Die ist scheiße. Repariere ich lieber mein Schiff. Und alle sind happy. Vielleicht noch verbessern? Keine Sorge. Überlasst uns nur euer Schiff, Kapitän. Kanonen. Die Feldschlangen waren ja irgendwie die langsameren. Dann, oh, 24.000 will er dafür. Den Rumpf können wir auch irgendwie verbessern. Weniger Manövrierfähigkeit. Ist auch nicht gut. Segel nehmen mehr Schaden. Nee. Das lass ich mal lieber. Na, hat er einen Ausgang da? Ach, hier unten war das. Gut, dann gucken wir noch, was sie wollen. Ich habe es eilig. Ich bin Revisor und inspiziere inoffiziell unsere Kolonien. Jetzt muss ich nach Antigua. Irgendwas in der Nähe. Oder wo ist denn Antigua? Ach, da oben. Worüber wünscht ihr zu reden? St. Eutanius. Ach, ich nehme jetzt irgendwas, so. Das ist der Laden. Euer Besuch ehrt mich, Kapitän. So. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich habe alles verkauft. Gut, damit ist auch wieder Schluss für diesen Part. Dieses Mal höre ich pünktlich auf, hoffentlich. Und ich sage Tschüss, Leute.